Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir mal über Dreads bei Magdalena. Dreads bei Magdalena, eine wunderbare Kooperation, die ich habe, wo all die Wollextensions erschaffen werden in liebevoller Handarbeit, die ich hier bei mir im Laden anbiete und die ich euch wirklich von ganzem Herzen einfach nur empfehlen kann. Ich gucke mir immer sehr genau an, mit wem arbeite ich zusammen, wie werden die Sachen so produziert, wie genau sind die Menschen mit ihrer Arbeit, wenn sie etwas herstellen, weil da bin ich auch sehr pedantisch und ich möchte natürlich auch immer nur hier anbieten, was ich mir selber auch kaufen würde, weil ich halt komplett davon überzeugt bin. Die Wollextensions von Dreads bei Magdalena sind einfach von der Qualität, wie ich finde, mega, weil du sie einfach immer drin lassen kannst und auch mitwaschen kannst. Immer drin lassen heißt, bis natürlich die Ansätze wieder rauswachsen, dann wächst natürlich die Extension mit raus und wir setzen sie wieder hoch, weil das natürlich einfach auch schöner und ordentlicher aussieht. Toll daran ist, ihr könnt eure Dreads waschen, ohne ständig die Wollextensions rausnehmen zu müssen, weil sie das einfach gut haben können. Magdalena hat auch immer eine Waschempfehlung für die Extensions dabei, wenn ihr bei ihr zum Beispiel im Etsy-Shop bestellt. Ich habe die auch hier. Die meisten Kunden von mir kennen die aber auch schon und wissen, dass sie die einfach gut waschen können und auch die Shampoos eigentlich können die alle gut haben, die Wollextensions. Wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen von nahem an. Als Beispiel habe ich mir jetzt mal die hier rausgesucht, weil ich die so toll finde. Magdalena macht ja auch nicht nur einfach gerade Extensions, sondern hier diese schönen gewellten. Ne? Die sind dann so ein bisschen, ja, ein bisschen anders als sonst. Guck mal, hier unten, da sieht man das ganz gut. Und das sind dann wirklich so tolle, bunte Sets. Da sind dann auch mal so melierte Sachen. So. Also es sind schon besondere Stücke. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass die Schlaufen bei den Single Ends sehr klein sind. Und das ist die große Kunst. Denn hast du große Schlaufen bei Single-End-Extensions, tragen die auf, oben am Ansatz, wenn man die da drin hat. Und diese hier, die tragen halt gar nicht auf. Das ist einfach wirklich eine ganz wunderbare Geschichte. Und man merkt auch, dass dieses Stück hier sehr viel fester ist, als hier unten dann. Was auch Sinn macht, denn so bleibt die Schlaufe nämlich auch eine Schlaufe und geht nicht plötzlich einfach auf. Also hier wird sich schon sehr, sehr viel, werden sich schon sehr viele Gedanken gemacht in der Herstellung, dass auch alles möglichst lange hält und viele meiner Kunden haben auch die Extensions wirklich sehr lange und trennen sich auch äußerst ungern davon, wenn sie sich nämlich mal wieder neue aussuchen, wenn sie hier bei mir Termin haben. So, es gibt natürlich auch Wollextensions ohne Locken drin und das sind dann zum Beispiel solche. Die sind dann ganz gerade, das ist jetzt so diese Marge der Getigerten. Da habe ich immer sehr viele verschiedene da, einmal diese brauntönigen, dann auch noch schwarz-weiß, grau-weiß. Die gibt es dann auch speziell bei mir. Alles, was ich hier bei mir habe, gibt es dann auch nur bei mir. Und die Extensions, die Magdalena bei sich im Etsy-Shop hat, gibt es nur bei ihr. Die habe ich wiederum nicht. So haben wir uns damit ein bisschen abgesprochen, dass jeder halt auch für sich was Besonderes anbieten kann. Ja, und da seht ihr es auch, es gibt auch mal was Geflochtenes dazwischen, ne? Dann wieder so ein bisschen gewickelter. Fakt ist, alle in allem sind wirklich super gemacht und gefertigt in einer ganz tollen Qualität. Und ja, bevor ich mich jetzt noch weiter wiederhole, guckt ihr euch jetzt mal an, was es noch alles bei Dreads bei Magdalena im Etsy-Shop gibt. Weil den hat sie auch und da findet ihr noch eine ganze Reihe wirklich schöner Sachen für Dreadlocks. Und stöbert einfach mal durch und jetzt zeige ich euch mal, wovon ich da eigentlich spreche. Viel Spaß!
So, und wenn du die ganzen Produkte von Dreads by Magdalena noch nicht kanntest, würde ich dir raten, dass du jetzt einfach direkt bei Instagram guckst, ein Abo dalässt, weil dann verpasst du auch nichts mehr. Magdalena postet da auch immer, was sie jetzt Neues hat, und sie lässt sich wirklich oft auch immer wieder neue Dinge einfallen. Ich habe jetzt demnächst auch nämlich was Neues hier für euch im Angebot. Aber dazu mehr, wenn ich es dann auch hier habe. Es muss erst produziert werden. Und ja, schaut bei ihr im Etsy-Shop nach, besucht sie auf Instagram und lasst ein Abo da. Und vielleicht findet ihr auch das ein oder andere Schöne. Und sie hat auch sehr viele Sachen dabei, die man wirklich gut verschenken kann. So, ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Und Magdalena, an dich an dieser Stelle noch einen ganz lieben Gruß. Danke für die tolle Zusammenarbeit. Alles Liebe, eure Chapati, und bis ganz bald. Adieu.